Der Engländer am Weinhof. In diesem mittelalterlichen Haus wohnten einst ganz besondere Menschen, nämlich die Familie Albert Einsteins. Als Geburtsort des einstigen Nobelpreisträgers widmet die Stadt seinen Vorfahren ein eigenes Museum. Wir werden Albert Einsteins Leben einbetten in das Dasein seiner Familie hier in Ulm. Er selber ist nur 15 Monate Ulmer gewesen und ist dann mit seinen Eltern nach München gezogen. Aber seine große Familie, viele Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen haben weiterhin hier in Ulm gelebt. Und um genau diese Familie geht es hier in dem Museum. Wie hat sie in Ulm gelebt? Es ist ein Museum, das sich um die historischen Fakten kümmert, das einfach die Geschichte darstellt und weniger die Naturwissenschaften. Im neuen Einstein-Museum soll die Geschichte nicht nur analog dargestellt werden. Zwar wird es wichtige Exponate und Informationstafeln geben. Doch damit vor allem auch die jüngere Generation angesprochen wird, setzt die neue Einrichtung vor allem auch auf digitale Angebote, um die Geschichte der Familie Einstein kennenzulernen. Wir haben einmal Erklärfilme, die von Tobias Krell gedreht worden sind, die in jedes einzelne Kapitel der Museumsausstellung einführt, also jedes Kapitel der Geschichte auf eine niederschwellige Art und Weise erläutert. Und dann haben wir noch die Geschichten von Familienmitgliedern, die in Graphic Novels dargestellt werden von 7 sehr renommierten Zeichnerinnen und Zeichnern, also wirklich sehr große Namen in der Graphic Novel Welt, gezeichnet, nachgezeichnet, eben Geschichten, die auch in den verschiedenen Stationen unseres Museums den Museumsbesucher begleiten. Im Fokus steht dabei vor allem auch die Geschichte der jüdischen Gesellschaft in Ulm. Eine Geschichte mit durchaus vielen Höhen und Tiefen, die auch die Familie Einstein miterlebt hat. Ulm hat eine sehr höhen- und tiefenreiche Geschichte des jüdischen Lebens. Wir haben eine mittelalterliche jüdische Gemeinde gehabt. Wir haben eine sehr florierende jüdische Gemeinde des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gehabt, die komplett zerstört worden ist durch die nationalsozialistischen Strömungen in Deutschland, auch in Ulm. Nach 1945 hat es keine jüdische Gemeinde mehr gegeben. Es ist jetzt wieder eine wirklich auch sehr florierende jüdische Gemeinde hier. Und ich denke auch, dieses Museum wird einen kleinen Beitrag dazu leisten können, einen Einblick zu geben, wie eben Leben mit verschiedenen Religionen nebeneinander funktionieren kann. Eröffnen soll das neue Museum im Sommer 2024. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Doch Sabine Pressun ist sich sicher, das neue Angebot wird Albert Einsteins Geburtsstadt bereichern.